Damit hallo und servus, liebe Leute, willkommen jetzt wieder zurück zu Let's Platin Assassin's Creed 3 Remastered im 5. Stream. Gut, Planung mache ich jetzt aus Recht gar keine mehr, weil die Seefen hintern. Aber zuallererst mal nochmal nachgucken nach den ganzen Beschäftigten, sage ich jetzt mal, auf dem Acker und überall, Dachterratio. Um da jetzt eventuell mal nochmal ein, zwei Dinge abzuhaken. Von der Liste her, was die alles hier, verschiedene Sachen hier tun müssen da. Da ist ja da, glaube ich, auch noch eine Siedlungsmission, die machen wir auf jeden Fall. Hauptstory machen wir ein bisschen weiter. Das Ganze halt, bis der Stefan Zeit hat hier für Riptide. Genau. Und dann gucken wir mal. So, Schmied haben wir immer noch keinen. Der wird es auch demnächst mal irgendwann aufschlagen. 34% overall haben wir. Dem her, ja. Was denn schon? Da, Fisch. Ja. So. Aber den mal Riptide, also allerhöchstens noch zwei Streams. Dann ist es Ding Platin. Und dann, ja, gut, es ist eh Nacht. Wollte ich gar nicht gucken. Ja, ist eh Nacht. Das ist schon mal schade. Aber hier ist ja die andere. Gut, ich kann einfach mal hier kurz darüber laufen. Ich glaube, Pharma habe ich doch eh schon fertig, oder? Einer Taylor Woodworker. Ja. Das Ding wäre schon fertig. Ja gut, dann ist es eigentlich auch wurscht. Egal. Mal schon mal da grob in die Richtung. Ah ne. Das ist doch drin, hier ist besser. So. Machen wir da in die eine Mission. Müsste ja wohl die Minenarbeiter sein, denke ich mal. Eine Hauptstory. Nehmen wir noch anderes Zeug, was wir da so über den Weg laufen. Ja, ja. So, kann ich eigentlich gleich umschalten. Auch gleich das da. So. Müssen wir mal schauen. Weil es ja immerhin aus Sequenz 7 von 12. Die wir insgesamt dadurch müssen, ohne jetzt DLC. Ja. Fehlt schon noch ein bisschen was, bis das Ding durch wäre. Ja, doch, ist die Mini, oder? Müsste. Nee. Da ist die Jägerin. Ah. Noch ein bisschen lauter. Ups. Ich versuche einen Puma zu fangen, der hier umherstreift. Das Biest hat schon zwei meiner Fallen ausgelöst. Es sah aus, als wäre sein Fell weiß, so verrückt es auch klingt. Sein Pelz muss den richtigen Leuten ein Vermögen wert sein. So ein Puma habe ich noch nie gesehen. Ich würde dir gerne helfen. Wenn es dir gefällt. Aha, ein weißer Puma. Special Edition. Nur wie groß die Kratzspuren sind. Schieß bloß nicht daneben. Schieß gar nicht, Mann, mit der Klinge hier. Hat eine Vorliebe für Hasen. Ist nicht der Erste. Noch frisch. Er ist nicht weit. Da ist er! Eine bessere Chance bekommen wir nicht. Na los, Connor, sonst sehen wir ihn nie wieder. Komm, du hast nur einen Schuss. Beeilung! Okay. Was ist da alles passiert? Ihr kommt wegen meinem neuen Freund, ja? Ich lud gerade ab und er lief hinein. Zum Glück war ich nicht da drin. Ehrlich. Was meinst du dazu, Miriam? Rauslocken und schießen. Norris hält sich zurück, einer von uns geht rein und lockt ihn raus. Der andere wartet hier und schießt. Ich werde reingehen. Ja, ist ja nur blöd, wenn jetzt er rauskommt mit seiner weißen Klamotte. Und er erschossen. Da.
Ah, Mist. Guter Schuss. Vielen Dank, Miriam. Ah, okay. Hm. Also es ist wohl wurscht da hier, ne? Ja. Jägerin war in der Stufe 2, alle klar. Ja. Auch nicht verkehrt. Ach genau, was macht denn eigentlich der jetzt hier? Ist der fertig? Ne, wurde ausgeführt. Ah, es ist da die nächste. Man macht das sonst nichts. Oh, gleich muss er ja alle hochkriegen, ja, dass ich da die Waren überhaupt herstellen kann. Ich habe auch viele etliche Dinger. Dank Maddie weiß ich ja durch die Lieferungen. Zum Beispiel Lieferungsmissionen. Und all diese Franklin-Trophy da. Und der Razzia ist eigentlich schon Platin, ja, ne? Bei Remastered, Last of Us. Ah. Tempelauftrag erfolgreich. Oh, noch nicht. Aber bald. Bestimmt bald. So. Upp. Zwölf Minuten, 400 XP. Oh komm, passt. Upp. So. Kann es sein, da in der Stadt, wo man durchläuft? Weil da sind nämlich stellenweise, dieses Teil ist so halbwegs verpackt, wenn du schon den ersten Hang runterläufst. So, was ich beim dritten, vierten Haus rechts ungefähr. Schönen Tag! Da labert die stellenweise zwei Dinger hintereinander. Das ist so relativ bescheiden gemacht, sage ich jetzt mal. Also weißt du, das Dorf, wo du dann so Schlangenlinien theoretisch runterlaufen musst. Hallo, Sir. Möchtest du einen Schluck Ale oder etwas Brot und Käse? Connor, das hier ist Oliver und das ist Corinne. Tolle Leute. Olli, das ist Connor, der Mann, von dem ich dir erzählt habe. Der Herr des Hauses! Wir waren auf der Durchreise und trafen eure Pächter. Sie hatten Durst und wir hatten ein paar Fässer dabei und... Ich bin kein Herr. Und das sind meine Freunde, keine Pächter. Was macht ihr auf der Straße mit einem Karren voller Ale? Wir waren Gastwirte, bis der König unsere Taverne einfach für das Militär beschlagnahmte. Und uns auf die Straße setzte. Hey, ihr solltet hier siedeln. Hier fehlt eine Taverne. Sehr gute Idee. Würden wir. Doch ohne das Gasthaus selbst haben wir keine Wahl. Und eins zu bauen ist teuer. Wir haben sicher Bedarf für etwas in der Art. Ich spreche mit meinen Freunden an der Mühle und sehe, ob wir nicht selbst eins bauen können. Wenn wir das arrangieren, würdet ihr dann erwägen, hier zu bleiben? Natürlich, Olli! Wir sind wieder Gastwirte! Tausend Pfund helfen. Na gut, das ist ja connect. Ja genau, das meine ich ja. Also das ist teils buggy. Aus rechts, wenn sie so ein, zwei Dinger gleich hintereinander rausklatschen. Das war ist richtig ätzend. Das sollte reichen. Vielen Dank. Das wirst du nicht bereuen. Versprochen. Gastwirte können Alkohol und Nahrung der Stufe 1 herstellen. Jawohl.
Ja, nicht schlecht. Was sind wir denn jetzt hier? Ach, da unten. Okay. Brauchen wir vor dem Augen was? Ja, Innkeeper. Okay. Das war schon von Anfang an, Holger. Ah, servus Basti. Ach, deswegen habe ich schon gewundert hier so. Hm? Ja. Ja. Ja, mal ich halt auch mal nicht. Ja. ja. Mit dritter an, ja gut. Hätte ich in dem Fall auch gemacht, ja. Wenn ich das Geschisse gehabt hätte. Ja, also hier Terrazio meine ich jetzt. Gentlemen, ihr habt euch wieder vertragen. Da. Das interaktive Geblubber ist mir wurscht. Hallo? Danke. Na komm. Hinterbeine sind stark. Fühlt sich schön robust an. Danke. Alles sauber. Scheißzeug. Gut. Was haben wir als Tischler? Lächerlich. So ein Müllhaufen. Ich wusste, dass das Holz morsch war. Nun, jetzt ist es Feuerholz. Was ist denn der Scheiß? Emperor. Ach ja, da ist doch ganz unten. Franklin goes to Hollywood, Alter. Tischler 3 von 3. Perfekt. So. Also, Tischler ist durch. Ach, jetzt auch noch eins. Ach, mach ich auch noch kurz. Na, Mutti, ja klar, immer. Ach ja, stimmt, da war was. So. Köstlich. Also, bis Platin, was war ich jetzt? Vorhin, was stand dran? 36% oder sowas? 39%? Irgendwie so. Da fällt schon noch einiges. So, der nächste ist direkt da. Na ja, komm. Wobei.
Guck mal nochmal bei denen an, meinen Lieblingsfuzzis. Na komm, gelb ist doch. Was ist los? Na also. Zu Big Dave bringen und da. Richtig. Dann ist aber die Essenszeit schon lange vorbei. Also Beeilung. Klar. Noch einer. Ja, sie ging es mir auch dann, ja. Wo ich dann wieder einigermaßen hier wieder nach Wasserschaden da aktiv war. Also ein bisschen Päuschen ab und zu ist schon ganz nice, aber weil ja nicht dauerhaft ist auch nix. So, ich glaube, die Farm haben wir doch auch schon gehabt. Ja. Jupp. Schneiderin fällt mir noch. So, kurz mal da gucken, ja. Moin, Maddie. Soll ich etwas suchen, das vielleicht dorthin passt? Keine Eile. Am Ende wird sich das richtige Stück schon finden. Wie du willst. Boah. Da ist eine Truhe in einer Höhle am Rand des Grundstücks. Könntest du sie mir holen? Ich würde ja selbst gehen, doch mit diesen alten Knochen geht es nicht mehr. Easy, hoffe ich. Ein großer Fels blockiert den Höhleneingang. Du wirst ihn irgendwie beiseite räumen müssen. Aha. Jetzt sage ich hier. Ah. Waffen. Touren. Oh wow. Der Norris. Na, schauen wir mal. So. Die Hammer. Ja, trotzdem nochmal darüber. Weil das Sägen von den Putzis ist relativ selten anscheinend. Deswegen wäre ich froh, wenn die weg sind, weil der Rest geht eigentlich relativ schnell. Und vom Mining, der Miner muss ich natürlich auch noch gucken. Ich schätze, jetzt wäre in der Mission hier jetzt. Und der 100 Pro ist was anderes machen wie Standard. Sägen die jetzt zufälligerweise? Nee. Spalten. Nee. Schade. Also geschnallt, dass ich das schon mal gehabt habe. Verdammt.
Mach nichts aus rumlaufen. Na dann. Die beiden jetzt drin. Ah, ne. Dass ich gezählt, oder? Mach jetzt. So scheiße ist das. Wurde bereits analysiert. Hä? Ist doch schon genommen gehabt, oder was? Ja, bei mir war die auch problemlos, die dritte. Ich hab da auch nichts gehabt. Außer klar, Stich halt. Der Einstich selber, aber sonst war da nichts. Ah ja, hier. Gastort 1 von 3, ja, okay, passt. Hallo? Ach so scheiße mit dem L2. Endlich. So, das war dann. Ich glaube, das können wir merken, ja, mit dem dicken Schuppen. Ja. Lass mal, passt schon. Das dritte wäre mir lieber. Zieh jetzt hinweg. Immer da so ein, zwei Streams oder sowas, dann durften wir alle haben, hoffe ich. Also alle diese komischen Aktivitäten, weil dieses komische mit L2, das nervt. So.
Naja, geht deswegen jetzt nicht. Ne. Ist blau. Schade. Boris, ich muss etwas holen für den alten Mann und er sagte, es müssten erst Felsen beseitigt werden. Ja. Ich werde Sprengstoff mitbringen. Ja. Na dann. Miriam ist interessant. Sicher keine von den üblichen Kolonistinnen. Gute Schützin. Sie hat den Puma erlegt. Sie ist stark und tüchtig. Hat sie einen Mann? Keinen, von dem ich wüsste. Ich habe noch nie eine Frau gesehen wie sie. Ich würde sie gern besser kennen. Dann rede doch einfach mit ihr. Ich probier's. Hey, Vorsicht, das Pulver darf nicht nass werden. Glaubst du, sie mag Franzosen? Nee. Sie mag Franzosen. Nee. Nee, 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 nee. Jetzt weiß ich, warum er mir geraten hat, dich mitzunehmen. Kein Problem. Wir sprengen ihn. Sei mein Gast. Geh in Deckung! Aha, das hat gesessen! Vielen Dank. Bienvenue. Sieht nicht sicher aus da drin. Pass gut auf. Ich bin an der Mine. Sehr interessant, was du über Miriam sagte. Aha. Na dann. Danach, du gehst Geschmarre. Oh ja. Machen wir da jetzt einfach deine Hauptstory weiter. Echt brüchig alles hier. Drückst du auf den Kreis drauf, nichts passiert. Der ist schon mal super. Also ganz einwandfrei ist die Steuerung jetzt hier und Remaster dann in dem Fall nicht, ne. Alternative wäre ich ganz dumm. Holger Schnauze. So. Na. Los! Das war knapp. Mal das eine kann man auch gleich holen.
Wenn wir schon hier sind. Bitte sie dann. Können wir eigentlich auch gleich machen. Können wir auch gleich machen. So. Siedlung 1 von 4. Achso, ja, klar. Diese Hängeball-Dinger. Ah. So, und hier war der Minentypi, ne? Ja. Moin, Cola. Warte mal kurz bei dir vorbeischneiden. Ja, das ist echt furchtbar, Maddie, ne? Das ist Wahnsinn. Hat er gestern in Loop auch noch geschrieben, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Mit dem Unity spielt er ja gerade momentan, ne? Da hat er auch hier gesagt, hier, jetzt nach, was ich, nach knapp 2 Stunden oder sowas, konnte ich endlich mal die Hauptmission starten, weil hier von allem möglichen Zeug abgelenkt worden ist. Ja, wer kennt's nicht? Wie auch sei, oder wie lange sage ich jetzt hier schon mit, dann machen wir auch die Hauptmission. Nee. Ja. Ungültiges Ziel, schade. Was müssen wir nicht machen? Ah, Lampe anzünden am Eingang der Mine. Ah, meine generell mit der Axt. Und im Fluss nach Gold suchen, okay. Nee, ist durch. Ja, laufe jetzt gerade nochmal hier einmal da zurück. Wieder dann dahin. Laufe so rum wieder. Was ist das anders? Nö. Gut. Mal Cola. Naja. Dem Yu-Gi-Oh! Vielleicht fällt es vielleicht. Dann eher. Das sind echt. Also gerade die Yu-Gi-Oh!-Dinger, das wären tatsächlich so Spiele, die ich nicht unbedingt spielen muss. Ah, okay, passt. Oh, perfekt. Gastwirte sind durch. So schnell geht es. So müssen eigentlich alle sein, ne? Also ich warte sie kurz 5 Minuten und mach's kurz einen anderen Schmarrn, guck's gleich wieder und zack, fertig. Der Tischler ist auch fertig, ne? Ja, Taylor fehlt. Ja. Ach ja, der Schmied fehlt ja auch noch. Die können wir weglassen. Dein. Du meinst Sägefuzzis. Bitte lass sie Holz sägen. Bitte lass sie Holz sägen. Nein. Da fliegt die Axt. Ach, scheiße. Das heißt wenigstens mal ein ungültiges Ziel oder so ein Scheiß an. Ja. Wurde bereits analysiert. Das ist doch scheiße. Gut. Eine ist auch fertig. Jo, ja, dann. Nicht verfügbar. Hm.
Aber es wird auch definitiv hier weniger. Na, Liberation mache ich ja danach ja auf jeden Fall. Ist eh auch klar. Wenn es sehr gut läuft, ja. Je nachdem, wann der Stefan aufschlägt. Wenn natürlich aus dem 23 Uhr oder sowas kommt, dann wird es eng. Na, bei 4 Stunden. Wir wollen schon, würde ich meinen, locker 5. Noch. Glaube ich. Kann auch schneller gehen, weiß ich nicht. Weil die Ladezeiten sind auch nicht gerade mal so kurz, wenn du eine Schnellreise machst. Ja, na. Da ist dieser Eingang nochmal. Doch nicht. War doch irgendwo hier, oder nicht? B ist es nimmer. Ah ne, der lief doch da lang, da lang. Ist nicht hier? Ne. Na, Robin. Ich hab, was du wolltest. Aber ich muss wissen, wer es dorthin gebracht hat und wozu. Ich war's. Ich brachte es dorthin, wo nur ich es erreiche. Doch das ist sehr lange. Und Robin, was macht ein Eisborn? Wem hat das einst gehört? Es ist der Umhang des ersten Assassinen, der in die Kolonien kam. Naja. Lichter auf Eis. Ach komm schon. Die durch. Geil. So. Was mal hier? Ja. Jo. Ist wieder irgendwas? Ja. Oh, Alter. Dummel zu mal geschwind. Kurz und so. Jo, dürft ja nichts, ne? Vielleicht haben sie ja jetzt Lust auf Holzsägen. Was schön und schlecht geht auch bergauf. Ja. Da, Robin. Alle mal gute Besserung dir, ne? Bin ja nicht so. Hab gerade überlegt, ob ich dir einen Satz reinwürgen soll, aber. Weil es die Dinger hier gerade schon alle gibt, ne? Mach ich ja gleich mit. Die Sägen. Na komm. Ah, na endlich. So, die zum Glück nimmer. Was war das nochmal? Ah, ne, brauchen wir nicht.
Mal jetzt direkt dann dahin. Ist eigentlich die Frau Doktorin. Lost. Bestimmt saufen. Ja. Erwischt. Ja, Mann. Aber bestimmt ist unter einer Mission stehen, oder? Ja. Na, Mist. Aber ob das irgendwie ein anderer Trigger ist? Wohl nicht. Zählt es? Ja. Gut. Freier Süßen. Norris. Du kennst Miriam? Natürlich. Was gefällt ihr? Ich möchte ihr etwas schenken. Ich weiß es wirklich nicht. Na gut. Ich spreche mal mit Prudence. Vielleicht kann sie helfen. Jo, wäre eine Idee. Bestimmt deaktiviert werden eine Mission jetzt, oder? Scheiße da. 23. Ja. Lohnt nicht. Schnelle Reise. Ja, Mann. Ist das super. Moin Eifel. Ja, aber falls ihr dann doch Riptide Platin werden sollte, spätestens der nächste Woche Samstag wird es auf jeden Fall so weit sein. Bei Freitag kommt der Extraction. Alles neues Together. Und Samstag dann Outriders. Spätestens dann nach Riptide Platin. Ja. Dann switchen wir da mal durch, ja. Freitag, ja. Extraction, Samstag, Outriders. Da geht es schon. Ein Bett im Kornfeld. Was soll das? Aha. Ah, herrlich. Ja, servus, Uri. Na, dann kurz hi.
Guten Tag, Connor. Norris will einer Dame den Hof machen. Was mögt ihr Frauen denn so als Geschenk? Also mir macht ein Strauß Wildblumen immer viel Freude. An wem ist Norris interessiert? Das möchte ich nicht sagen. Verständlich. Die schönsten wachsen auf dem Hügel im Nordwesten. Sie sind schwer zu erreichen, doch dort in der Sonne wachsen... Na, die habe ich auch alle vorher. Ja. Okay, einige habe ich ja schon weg, aber noch nicht halt alle. Boah. Ja, aber ja, AC3 Remastered muss ich es ja auch machen. Muss halt mit DLC spielen für Platin. Kann ich jetzt? Von mir Wölfle um die Ecke. Shit. Und das alles so für Blumen, ist ja nicht so, dass sie überall Blumen wachsen. Geht das? Ja, viel Spaß, Ori, ne? Und viel Erfolg bei deinem hier Hunting. Gewinnst du ja, aber eh, weißt ja. Weil so schlecht bist du jetzt auch nicht. Ah. Oh, Blümeleins. Naja. Das läuft. Liegt hier unterwegs noch irgendwas? Nö. Gut. Ja, Boston haben wir ja schon alle Dinger einpelz verkauft. Ja. Dann muss ich noch warten. Bis freigeschalten. Und jetzt nehme ich mal die Siedlungsmission aufhören, dann machen wir aber endlich mal Hauptmission weiter. Ja. Gut, Miner, Schmied haben wir nicht, Schneider haben wir nicht. Ja, der Doktor halt noch. Oh. Chris, bist du da drin? Oui. Oh, ich komme dann später nochmal zu dir. No, es geht schon. Was gibt es? Prudence rät zu einem großen Strauß Wildblumen. Wirklich? Ganz sicher? Kommt mir komisch vor. Oh. Ah ja,
Passt. Alter, der Typ ist komisch. Ach, nö. Shit. Pup. Ja. Naja, ist auch noch nicht. Oder ich glaube, Pelz habe ich jetzt erstmal genug. Oh, zapft es! Ja, da geht der Leipi. Hallo, Connor. Norris. Dann Leipi. Vielen lieben Dank. Passt. Läuft. Ah, geil. So. Was soll ich denn jetzt? Oh, Alter. Echt jetzt? So, muss jetzt sein. Ah, ja, ich habe mir schon überlegt, weil Leipi so an sich, ihr habt es ja bei Twitch nie gesehen eigentlich groß. Nö, wisst ihr jetzt gar nicht. Aber bei YouTube habe ich gerade so überlegt, hier, weil irgendwo Leipi sagt mir was. Connor, Lust auf ein Spiel? Mich besiegst du ja doch nicht. Ah, ja. Ja, aber danke dir auf jeden Fall. Vertragt ihr euch wie... Ups. Oh ja, wir gehen uns immer wegen irgendwas an die Gurgel, doch meist vertragen wir uns am Ende wieder. Der Gedanke, dass meine Familie in Gefahr ist, hat mich kalt erwischt. Und Terry weiß, dass er mich nie besiegen könnte. Du Ratte! Er hat diese Boltsbahn gebaut, damit er mich bei irgendwas schlägt. Das klappt bloß nicht, was, Terry? Ich lag in Führung, bis Connor vorbeikam. Sicher warst du das. Oh ja. Ah, okay. Ja, gut, passt. Watcher. Hast du das gesehen? Shit. Edgy Badgy. Oh.
Oh oh. Ja, auch gut. Mein Glückwunsch. Ah. Da ist schon mal noch GZ Mutti, ne? Ja gut, dann geht's ja, ja. Wenn du das andere dann schon fertig hast. Das sollte reichen. Pup, haut die Spielkugel weg. Super. Sollte reichen. Das erhöht den Druck. Heute ist das Glück mit mir. Round 3, fight. Na doch, passt. Damit kann ich leben. Nein. Oh. Na bla. Das erhöht den Druck. Ja, wurscht. Ja. Stufe 4. Ein schöner Morgen ist das. Ja,
Was macht die da jetzt? Nicht. So, klar, dann das hier noch. Mir ist schon, ob das wohl jetzt die letzte ist oder ob danach wieder gleich instant welche aufploppen. Aha. Willst du es ihm sagen? Ich bin schwanger. Herzlichen Glückwunsch. Das wurde aber auch Zeit. Party! Es gibt da jedoch ein kleines Problem, fürchte ich. Nicht ein Arzt weit und breit. Nun, dann suchen wir einen. Ich kenne einen, der vielleicht herziehen würde. Sein Name ist Dr. Lyle White. Lyle White. Dass wir ihn gesehen haben. Aber versuch es bei seinem alten Haus in Boston. Endlich der Doktor. War immer noch ein Schmied. Und ein Schneider. Alles klar. Ach, das hier ist ein interaktives Ding hier. Ja, komm. Weil ich meine, bin mir zwar nicht so ganz sicher, aber ich meine, dass die ja teilweise die Mission blockieren. Ist ja wieder unten, oder? Ja. Denkst du an alte Zeiten? Ach. So, Bast. Genau. Ja, das Hinkeball-Mission passt eigentlich auch. Kann man schon mal abgeben, neu holen. Eine neue weitere einmal. Hast du was? Ich glaube, wir haben ja 6. Zeig mal her, Captain. Gefällt mir. Gut für dich. Würd sagen, du hast dir einen Brief verdient. Den Rest hole ich mir später. Jupp. Alles wieder vor 14, alles klar. Aber geht ihr was? Das. Oh, es gibt auch noch 60 hier bei XP. Ne. Rhode Island. Ah, nachher der Level-Ups-Schuhe. 7 dann. Na dann. Hol los. Ach, wir haben gerade mal 4, 5. Okay, da geht natürlich nicht viel. 11, 8, nö. Na, da ist die da. Dead Chest Island. Das ist die Jagd. Hm?
Ach so, das war die Hauptmission dann, ne? Ja, gehen wir erstmal nach Boston. Holen wir uns mal fix einen Doktor. Na denn. Also echt dann noch nice. Also mit eine Trophy würde ich halt schon ganz gerne mitnehmen wollen, aber boy, da habe ich schon 9 durch. Nicht so, heute machen wir uns nichts. Ah, egal. Na, immerhin Fortschritt. Das ist also auf die Stelle. Gut, ist wie Rauchbomben, könnte ich machen. Ja. Ah, ne. So wieder das. Totally. Dr. White? Nein, er ist der Trunkenbold hinter der Ecke da. Sollte er euch zuhören, sagt ihm, ich kündige. Er macht nichts als Ärger. Das wird mir langsam zu gefährlich. Ich habe Familie. Boah. Toll, der war doch grad. Das sind alles Lügen. Glaubt ihr etwa alles, was in der Zeit... Ey! Doktor. Dr. White. Ja. Mein Name ist Connor. Und wie kann ich dir helfen? Noch ein Zitat für die Zeitung, um es gegen mich zu verwenden. Ich mache dir ein Angebot. Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der Doktor, den die Briten in der ganzen Stadt verleumdet haben. White Death? Nicht? Freunde gaben mir deinen Namen. Warren und Prudence. Prudence ist schwanger und braucht die Hilfe eines Doktors. Prudence ist schwanger? Die haben es seit Jahren probiert. Vielleicht ist ein Tapetenwechsel genau, was ich jetzt brauche. Eben. So. Doktor haben wir auch. Ist hier, na gut, die Collectible-Dinger. Na. Gehen wir wieder weg von da. Ja, komm. Also bestimmt wieder eine Instant-Emission hier. Jupp. 2. Why not? Okay, Miles End, Tisch 3. Ah! Da können wir ja auch noch gleich vorbei. Ah, gut, machen wir es aber das hier. Ich darf mal ganz kurz ab. Und dann machen wir halt hier noch, haben wir noch die zwei Siedlungsmissionen hier plus halt den Arzt. Einfach beischneiden.
Und dann sehen wir schon. So, ganz kurze Pause, ja. Dach, Loke. Ja, kurze Pause, gleich wieder da.
Todele, weiter geht's. Ja. Genau. Ah, ja, danke. Danke euch, danke euch. Ich hab dir mal geantwortet, Terratio, ne? Bei Discord. Ah, das musste einfach sein, ja. Ja. O'Connor, hast du einen Moment? So. Schweinehirte, jawohl. Oink, oink. Was gibt es, Prudence? Tut mir leid, dich damit zu belästigen, aber Warren ist mit unserer Ernte auf dem Markt in Boston. Könntest du das Vieh zusammentreiben? Ich hab's versucht, aber das Kind in meinem Bauch nimmt mir den Elan. Ich kümmere mich darum. Ja, wer kennt's nicht? Nicht da. Nein, 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 nein. Ja, komm. Passt. Ups. Jop. Genau, Betty. Ja, komm. Klinker, als sie aussehen. Hä? Da lang? Ach, was ich nicht alles auf mich nehme. Na? Na los, ab in den Pferch. Gut. Nee, nee. Hopp, hopp. Da lang. Ach Mensch. Na los. Nicht da. Nein. So. GZ, ihr kommt von hier, Congratulations, also hier gratuliere auf Englisch in dem Fall. Halt. Weil Congratulations wurde abgekürzt hier mit Grats, mit G-R-A-T-Z geschrieben und die Abkürzung von Grats ist GZ. Warren und ich haben so lange darauf gewartet. Ja. Und um ehrlich zu sein, also Congratulations, die Gratulation, na, oder Glückwunsch, na halt hier, Grats und GZ. Zweimal abgekürzt. Geht schneller zum Tippen. Ja. Ist ja so ähnlich wie das WB, nämlich Welcome Back. Oder Willkommen zurück, dann halt. Ja. Ähnlich. Ja, Schweinehirte steht immer noch da. Gut. Schlagen kann ich auch noch. Ach nee. Ist auch nochmal fix. Da ist so ein rauchgemütlicher eine. Guck dir das an hier. Dr. White hat uns vorhin aufgesucht. So ein... Chicken McNuggets? Ja. So
Würde bei mir jetzt auch spontan gut reinlaufen, aber. Hm. Ich auch. Ach komm. Ja, nein. Oh. Nein, Feuergeist. Hm. Nee, den sehe ich da wohl noch nicht. Nee. Gut. Schlechter Feuerwehrmann, Alter. Alter. Hä? Toll, nie kannst du den abscannen. Schlechte Neuigkeiten. Sie mochte die Blume nicht. Sie ließ sie links liegen. Ja. Aber Prudence war sich sicher. Ich wusste, Myriam ist nicht der Typ für Blumen. Ich nehme mich dieses Rätsels selbst an, Norris. Na gut, aber sie darf dich nicht sehen, sonst hält sie mich für sonderbar. Ach, nö, nicht wieder schleichen. Jetzt habe ich ja hier wieder. So. Erwischt. Oh, warte mal, der eine ist ja auch fertig. Major ist er. Na dann. Der Major. Major Tom. Oh Mann, Holger. Hast du sagen, bald mal eine OP oder was? Weil das ist ja hier bescheuert so. Was machst du denn da? Hä? Gar nicht. Mensch. Ja, machst du das, Holger? Ja gut, stimmt, klar, beim Psycho, das ist klar, ja.
Wobei, bei manchen hilft da vielleicht auch nicht OP. Ja, Mann. Ah. Sie könnte ein neues Messer brauchen. Diese Klinge ist ziemlich stumpf. Na dann. Wenn er eh schon im Media arbeitet hier, kann er ein damit besetztes Ding nehmen. Swarovski-Kristall oder so. Bling, bling an den Griffen. Tipp. Haben wir denn jetzt? 9:30 mal. So. Norris, ich habe mich umgesehen und anscheinend braucht sie ein neues Jagdmesser. Iris hat schon bessere Tage gesehen. Ah, oui. Das scheint schon eher zu ihr zu passen. Ich denke drüber nach. Merci. Los, Brunto. Mineralien in der Stufe 3. Alter, Swarovski-Kristalle. Vielleicht wenn er hier reden oder so ein Dreischeiß dran steht, oh Mann. Norris, wie läuft's in der Mine? So. Oh ja, Wahnsinn. Hier tatsächlich hier mal keine Siedlungsmission. Brutal. Gab's aber im Zweier nicht auch schon Rauchbomben? Was machst du mit denen? Weil, das müsst ihr dann hier hinhauen, ne? Da sehen die doch die Fuzis da nicht und dann 10 Kills ohne zu sterben ist dann nicht schwer, dann. Die sehen dich ja nicht. Also, wenn wir es gerade so spontan ein. Story. Geht doch. Na, nur 1,5 Stunden. Ah, gleich wieder in Loop. Ja, oder die halten noch eine Weile, oder nicht? Ich sag mal, so 1, 2, 3 Kills, was sie auch so hinkriegen. Behaupte ich einfach mal. Und da,
Und dann sagt er, ja, weil das geht ja schon. Das schmeißt eine Rauchbombe, also mal so 2, 3. Ja. Ja, eben. Bei mir ist zwar, naja, 2010. Habe ich heute einen ja bei YouTube auch gehabt, ob ich das Ding auch nochmal mache. Aber seit 2010 ist das Ding ja Platin, reicht mir. Ja, ich meine, ich habe es damals auch so gemacht, aber sicher weiß ich natürlich nicht mehr. Das ist lang her. Ja, aber. Ja. Dachte ich mir. Weil meins war ja damals klar PS3, ne? Warte mal. Wenn es eh gerade Ski ums Eck ist. Namen Zero. Boah, shit. Ey, das ist gut, dass er mir gegenläuft. Die Boss ist da. Das. Aha. Machen wir es mal den. Mit Reihenfolge habe ich selber gewaltig wieder in den Schleudern, weil es ja doch ein paar Spiele sind. Ne? Da müssen wir nachgoogeln, wie da die Reihenfolge ist. Also grob hätte ich gesagt, eigentlich ja. Müsste. Ah, siehst du. Oder du fragst Maddie. Oder fragst Buddy. geil. Joa. Puff. Rauf auf den Gaul. Scheiße. Naja, so. Mit dem da? Warte. Da waren wir. 8 Monate in Kentuckys Wildnis und jagten und häuteten Elche. War bei meinem dritten Ballen, als sie über uns herfielen. Nicht weniger als 1 Dutzend Shawnee-Krieger bedrohten uns mit Musketen und Pfeilen. Mein Gefährte war steif vor Angst. Auch mir fuhr der Schreck in die Glieder, doch ich erinnerte mich an das bisschen Shawnee, das ich konnte. Ihr Anführer sprach zu schnell, doch ich verstand, dass wir seit etwa 1 Monat in ihrem Territorium wilderten. Ihre Musketen waren auf uns gerichtet. Die Pfeilspitzen spürten wir in unserem Rücken. Machte ich ein Angebot in gebrochenem Shawnee. Unsere Beute, meine 3 Ballen und die 1,5 meines Gefährten, im Austausch dafür, dass wir das Shawnee-Land verlassen dürfen. Der Anführer nickte.
Sie luden unsere Beute auf und zogen sich zurück. Ihr Boss blieb etwas länger und starrte uns an. Starrte durch uns hindurch mit seinen schwarzen Augen. Und dann war er weg. Wir standen auf und liefen zurück nach Osten. Monate der Arbeit verloren, doch unsere eigene Haut gerettet. Ich sah die Shawnee nie wieder, doch ich weiß, sie folgten uns. Ich konnte ihre Augen im Rücken spüren, bis nach North Carolina. Oh ja. Aha. Stimmt aber ja noch was. Den Schmarrn muss ich auch noch machen. Naja. So, Hauptmission. Wollen wir eigentlich. Ja, scheiße. Machen. Halt! Was ist dein. Hä? Ich suche nach Israel Putnam. Auf wessen Befehl? Deine Mutter. Samuel Adams. Schade. Folge mir. Ja. Indem sie sie entweder kaufen oder herstellten. Aha. Also nicht herstellen. Es ist nicht Bunker Hill. Hi, es ist Breeds. Es gab einige Unstimmigkeiten, wo wir das Lager aufschlagen. Neuigkeiten aus Boston? Die Briten warten ab. Und immer wenn wir Druck machen, verlieren wir ein Dutzend Männer. Ich glaube, Putnam und die anderen wollen Artillerie auf den Hügeln in Stellung bringen. Ein guter Beschuss ändert ihre Strategie vielleicht. Und was ist mit John Pitcairn? Der Bastard ist der größte Maulwurf von allen. Nur ab und an kommt er raus, um zu provozieren oder Kanonengröße zu senden. Doch das macht nichts. Der kriegt noch früh genug, was er verdient hat. Aha. Kanone? Ah, ist auch schon wieder fertig. Ja, ja. Rhode Island, genau, das war's. Und kein Backup-Safe oder was? In der Cloud oder sowas, Fisch. Oder USB-Stick. Putnam ist gleich davor. Du kannst ihn nicht verfehlen. Ich gebe nicht auf Entschuldigung, Gentlemen. Wir sollten auf Bunker Hill bauen. Breeds ist näher an der Stadt. Aber jetzt auch so, ist Call of Duty hier. Ja, das ist natürlich dumm, ne? Oh Mann, du musst ein Backup-Safe für die Cloud laden oder so ein Scheiß. Mir wurde gesagt, dass ich hier Hilfe finde. Er ist in der Stadt verschanzt und hat keinen Grund, sie zu verlassen. Solange dieses Schiff seinen Angriff aufhält, bleibt er in seinem Nest. Und wenn das Schiff gestoppt würde, dann wäre der auch gezwungen, seinen Arsch hochzukriegen. Diese Flagge ist nicht erfolgt. Und ich werde eine schöne Rede an deinem Grab halten. Schaden zu leiden. Aha. Eieieiei. Neu! Ja, sag ich doch, Printer. Läuft. Ja, manchmal hier so eine kleine Zwangspause. Och, nö. Hilft ab und zu. Na, wenn man nächstes Mal ist First Try, oder nicht, dann denkst du ja so, hä?
Ich habe nie was anderes gemacht, zum Beispiel. Die mir schon oft so. Ja. Keine Ahnung. Manchmal ist halt einfach der Wurm drin. Manchmal auch zwei. So, das war jetzt, was mich denn erwischt hat. Ah ja, genau da unten. Mach's doch diesmal so. Ja, springen. Busch. Ja, mein Schiff umrüsten mit dem Mörser. Wie bei Black Black. Schiff unentdeckt bleiben. Grenadier bei Luftattentat. Was jetzt nochmal? Grenadier per Luftattentat. Ja. Na ja, schon der, ne? Gehabt. Spannend. Läuft so aus. Na. Ja, geht ja. Also stellen wir uns nichts aus. Ne, geht ja gar nicht. Ja, ein paar Dinger hier, dann kommt es ja irgendwie meistens. Ja, doch relativ schnell eigentlich dahinter. Was du da machen musst, solltest. Ja, da hast du recht, ja. Also ich glaube, in Älteren das haben sie ja hier noch die ganze Zeit durchgezogen. Das ganze Ding. 100%. Ja, auf die jetzt mal weg da, ihr Penner.
Alles klar. Hölle der Scheiße, wieso laufen die nicht? Hier war's was zu dem. Aua! Er ballert die Kanone mir voll in den Ranzen rein. Geil. Dann halt doch hier. Na, ich wollte gerade mich wieder hochziehen lassen. Oh Mann. Ah, was geht denn jetzt her? Gut, dann halt doch von hinten. Weil wisst ihr ja, von hinten ist immer gut. So, ja, schau mal weg. Ja. Ah ja. Also, the bomb has been planted. Scheiße, wir sind auf A. Oh.
Alles andere ist eigentlich verkackt, oder? Nee, passt. Oh, andere Seite. Das ist wohl der einzige, der rumläuft, oder? Also da oben links. Doch wieder hoch. Oh, Mensch, Kollege. Brennt der Rockzipfel wieder. Geh doch halt da. Was ist denn mit dem jetzt los? Geh doch da geradeaus hoch. Da. Ah ja. Hör da gar nicht auf. Hä? Ah. Tja, volle Synchro. Wer sagt's denn? Was? Das Pferd besteigen. Los, los, Kollege. Auf doch. Also rede doch. Naja, die Mission war eigentlich schon ganz nice. Nur noch der beste Spruch bei Call of Duty Modern Warfare. Wenn der Feind in Reichweite ist, bist du es auch. Gott verdammt!
geschafft. Das war eine gute Ansprache. Lügen, allesamt fürchte ich. Doch, solche Lügen brachten uns so weit. Das ist bedenklich. Er verließ Boss. Wie ich vermutete. Hat ein Lager auf Morton Hill gezogen. Man wird kaum an ihn herankommen. Nicht bei diesem Durcheinander da unten. Ich schätze, dass du außen drin bist. Oder warten, bis wir ihre Reihen gerichtet haben. Wir haben keine Zeit. Wir müssen den direkten Ansatz wagen. Das zweite Mal heute, dass du das Unmögliche vorschlägst. Ich habe keine andere Wahl. Weil du verrückt bist wie ein Hase im März, Junge. Wenn ich zurückgehe, erwarte ich eine Entschuldigung. Ja. Schlachtfeld überqueren, ohne Schaden zu leisten. Jawohl. Au! Was war was? Was hat denn da jetzt geschossen? Oh ja. Zeit. Ne? Da nicht? Au! Ja? Wie ist er hier echt da reingeklitscht jetzt, oder was? Ah, okay. Wenigstens kommen wir so wieder runter. Aber auch kein Baum oder so ein Scheiß hier, ne? So, Stefan. Hab's nicht, Stefan. Was war's nochmal? Ach, nur Eliminierung, okay. Gut. Genau, da muss er sich wieder umdrehen, war ja klar.
Oha. Wo ist die ganze Kolonne hier oder was? Oh ja, genau. Scheiße. Ah, ja. Genau wie du umdrehen musst. Mann! So, ja klar. Das Limit durfte ich ja nicht überschreiten, ne? Logischerweise. Aufs Zelt. Ja. Jetzt machst du dich anders. Das ist ja Limit.
Mir lese ich einen kleinen Vorteil. Warte mal, kommt der überhaupt hoch? Ne. Okay. Sich denn da, wenn der da sitzt? Er geht echt nicht hoch. Oder muss ich den da irgendwie da rüber? Oder so ein Scheiß. Na, zweimal probiere ich es jetzt auch, wenn ich da einen Scheiß drauf. Dann switchen wir um hier. Auf hier, Zombie-Army wollte ich gerade schon sagen. Auf Riptide. Ja, wir haben jetzt hier so auf die Schnelle überhaupt keinen Lösungsansatz hier.
Fahnenmasten. Und der da auch? Das ist mir vorher, ja, ja, noch. Ich sitze aber gleich um hier zu Riptide. Ab da. Ich stehe jetzt immer noch da rum. Das ist geil. Mach Bock. Na, ja, ich kann sie weiter herlocken, ja. Warum AC2 ist so schön, Martin? Seit 2010. Das ist ja als die richtige Käse. Ich sehe mich da alle da oben, da instant. Ist auch nix. Ach, den ist selber, der da hochgehen. Okay. Na, ja, dann würde ich es auch machen hier. Hä, naja, egal. Lass uns das bei der Stelle hier gut sein. Trophäen gab es ja jetzt keine. Ja, macht auch nichts. Ne? Und einfach hier beim nächsten Mal weiter. Also, sprich, am, was habe ich gesagt, habt ihr Dienstag. Genau. Und jetzt hier switche ich einfach um hier auf Riptide, dass wir da hier vorankommen, ja, wenn der Stefan nicht schon da ist. Und dann, ja, sehen wir mal. Ja, so weit trotzdem mal, danke fürs Zuschauen. Na, auch wenn es hier heute keine Trophy gab, dafür hat jede Menge in der Stadt. Aber egal. Ja. Von dem her, danke mal fürs Zuschauen, beziehungsweise halt bis gleich.